Servus Leute und herzlich willkommen beim Gamer Impuls. Ja, gestern ist die neue Waffenquest rausgekommen, die Dorn, am 12.03. Und ich denke, jeder war heiß drauf und hat die versucht gestern zu farmen. Ich habe es natürlich auch gemacht, habe es auch geschafft. Damit ihr das Ganze wisst, wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch den ganzen Questschritt zeigen. Vom ersten bis zum letzten. Und damit ihr überhaupt wisst, wo ihr die ganze Waffenquest herbekommt, zeige ich euch das Ganze. Ich lasse das jetzt normal laufen, damit ihr auch wirklich wisst, wo die Waffenquest ist, weil ich mag das nicht so mit dem Vorgespule und so. Deswegen schaut euch jetzt einfach mal hin, wo ich hinlaufe und wo ich diese Waffenquest herbekomme. So, nun sind wir in einem Hütercamp angekommen. Dort seht ihr eine erloschene Feuerstelle. Und wenn ihr in der herumwühlt, in der Asche, dann bekommt ihr die Dornquest. Ihr müsst mir leider verzeihen, das hat bei mir nicht aufgenommen, als ich die Dornquest erhalten habe. Deswegen musste ich nochmal reinlaufen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer. Aber die Dornquest sagt, wir müssen zu Benji. Dort bekommt ihr dann die erste Questschritt-Reihe, die ihr machen müsst. Die besagt, entweder ihr geht auf Io und macht dort Beutezüge, oder ihr macht Dämmerungsstrikes, oder ihr besiegt Warlocks in PvP. Ja, da kann man sich doch was aussuchen, was man denn hier machen möchte. Wir haben uns für die Dämmerungsvariante entschieden, weil wir einfach das am liebsten wollen. Wenn ihr einen abschließt, dann bekommt ihr 15 Essenzen. Ja, das heißt, ihr müsst viermal in den Dämmerungsstrike gehen oder dreimal und macht noch ein paar Beutezüge. Das ist eigentlich egal, aber wir wollten halt Dämmerungsstrike am liebsten zu dritt, ganz easy, ganz schnell. So, dann haben wir den nächsten Questschritt. Der sagt dann wieder, wir müssen entweder auf Titan Beutezüge machen oder den blinden Quell machen oder wir müssen Titans in PvP abschießen. Ja, wir haben uns wieder für den PvE-Modus entschieden, für den blinden Quell. Ihr müsst den komplett 5-mal abschließen, um 50 Stahlplatten zu erhalten. Also pro Runde, also bis Stufe 4, bekommt ihr 10 solche Stahlplatten. Also mal 5 ergibt 50, also 5 Runs. Ist zwar ein bisschen nervenaufreibend, aber wir sind die PvE-Menschen, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Sollte eigentlich recht flott gehen, ja. Man kann ihn auch zu dritt abschließen, mittlerweile dürfte eigentlich kein Problem mehr sein. Genau. So, jetzt haben wir den nächsten Schritt bekommen und der besagt, entweder wir machen Beutezüge auf den Mars oder wir machen Eskalationsprotokollwellen oder wir töten Jäger in PvP. Naja, wie ihr wisst, wir haben uns für PvE entschieden, also Eskalationsprotokoll. Ihr müsst dafür 10 Stufen abschließen. Für jede Stufe bekommt ihr 5 Saphir-Drähte. Ja,
Und das Ganze mal 10 ergibt 50. Also machen wir 10 Stufen Eskalationsprotokoll. Ihr könnt die eine Stufe machen, kurz warten, ablaufen lassen und wieder starten. Aber wir haben es komplett bis Stufe 7 gemacht. War ganz easy. Und dann halt nochmal bis 3. War ganz schnell für uns. Wie gesagt, wir sind PvE-Menschen. Das hat uns einfach viel mehr gefallen. So, wenn wir das dann haben, dann kriegen wir den nächsten Quest-Schritt. Und da bin ich echt ein bisschen traurig, was da Banshee gemacht hat. Es hat geheißen, man kann sich entscheiden, was man machen möchte. Hier wird einem die Entscheidung direkt genommen und man wird in den PvP-Modus gezwungen. Ja, nichtsdestotrotz, da muss man durch, wenn man diese Waffe haben will. Gehört auch irgendwie zu der Waffe dazu, weil sie einfach eine PvP-Waffe ist. Aber okay, das heißt, wir müssen mit leerer Energie oder mit Handfeuerwaffen Kills machen, damit ihr das Ganze schneller absolvieren könnt. Ja? Eine Präzisionssträhne mit leerer Handfeuerwaffen und in Kompetitiv macht das Ganze schneller. Ja? Damit kommt ihr viel schneller durch. Ich habe mit der Ikelos Handfeuerwaffe gespielt, die ist auch auf Leere. Die liegt gut in der Hand, die könnt ihr euch aus der Sammlung holen, wenn ihr die schon mal erhalten habt. Also dürfte kein Problem sein. Wenn ihr gut seid, macht ihr im Schnitt so 10-15%. Ist okay, dürfte man schnell schaffen. Gut, dann habt ihr den nächsten Quest-Schritt abgeschlossen und es geht zur Türe in die Farm. Da ich wieder vom Licht. Und da bin ich jetzt mal ganz leise, damit ihr das hören könnt. Ich möchte das Ende meiner Tage nicht mehr. Und kann die Chronik der roten Schlacht schreiben. Vielleicht erwähne ich dich in den Widmungen. Noch so viele Fragen. Wie konntest du das Licht von so etwas Bösem wie dem Bruchstück wieder erlangen? Warum warst du auserwählt, das Licht in die Welt zu bringen? Und warum erwachte der Reisende überhaupt aus seinem Schlaf? Aber die Frage, die mich nicht schlafen lässt. Was, wenn der Reisende aus einem bestimmten Grund all die Jahrhunderte schwieg und wir den Grund dafür noch kennenlernen? Und jetzt, da er wach ist, was geschieht nun? Licht so hell wie dieses wirft einen langen Schatten. So, ich hoffe, ihr habt euch das Ganze angehört. Also, wenn ihr euch das genau anhört, denkt mal ein bisschen drüber nach. Ist auf jeden Fall spannend. Okay, dann bekommen wir den nächsten Quest-Schritt und somit auch den letzten. Und der heißt, wir müssen Kasma der Schreie absolvieren. Damit gehen wir auf Titan und dort gehen wir einfach rein. Ja, nun müssen wir Savathun abschließen in einer... ja, umgewandelten Art und Weise. Es ist schwieriger. Die Ads sind stärker, machen mehr Schaden. Und wenn ihr stirbt, alle drei, wer hätte gedacht, ihr geht in Orbit zurück und ihr habt kein Radar. Ja, alles schwieriger gemacht. Ist aber auch klasse gemacht, muss ich sagen. Alleine, ich habe es probiert. Die Nerven wollte ich mir jetzt halt ersparen und habe es nicht alleine gemacht. Es gibt bestimmt wieder jemanden, der es alleine macht, aber ich habe mir gesagt, ich will unbedingt die Doran. Ist eine schöne Waffenquest. Komm, wir gehen zu dritt rein. War auch die richtige Entscheidung, geht zu dritt rein. Lasst euch Zeit auf jeden Fall. Tötet immer alles, cleart immer alles. Das ist immer am besten. Also ein Brunnen ist nicht verkehrt. Ich möchte kein Vorschein, was er mitnimmt, aber hat auf jeden Fall gut geholfen. Und ein Titan mit einer Bubble, das war auch sehr hilfreich, wenn diese Zielsuchbomben von Savathun kommen, einfach die Bubble hinstellen, ist auf jeden Fall sehr hilfreich, denn wenn die kleinen Ads da dahergelaufen kommen und die geben euch 2 Hits, ja, wer hätte gedacht, ihr seid down. Genau, also tötet auf jeden Fall auch als erstes die Hexen, also natürlich die Ene, damit die Kugel erscheint, damit ihr Savathun öffnen könnt. Aber bevor ihr das macht, macht natürlich, tötet die anderen 2 Hexen natürlich,
denn das Ganze ist nicht so gut. Ich hab's unterschätzt, ich hab's probiert und siehe da, ja, down. Okay, gut. Dann haben wir die Hexen getötet. Dann würde ich mal sagen, wir machen den zweiten Versuch. Wäre immer gut, wenn die anderen den Sabaton ablenken, damit sich der andere die Kugel krallen kann. Und dann ohne Probleme die eindanken kann. Genau. Und dann macht er ihn einfach fertig. Gut. Und dann habt ihr auch schon die Dorn erhalten. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Ganzen weiterhelfen, mit der Waffenquest. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß, die zu machen. Auch wenn es eine Sache gibt mit dem PvP. Aber schauen wir mal drüber hinweg. Lasst mir bitte ein Abo da, um mich zu unterstützen. Ich mache weitere Videos für euch. Gar kein Problem. Lasst ein Like da oder einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas. Für mich gar kein Problem. Also ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß mit der Dorn Quest und wir hören uns im nächsten Video. Also, Servus!